was gibt es denn Neues? Und mittlerweile ist es ja so, da kamen wir manchmal zurück von den Kongressen und haben gesagt, im Westen nichts Neues. Ja, nach einem ja, alten Buchtitel, der auch in Deutschland mal entstanden ist, wenn man aus Amerika kam. Und mittlerweile stimmt das aber nicht ganz so. Wir müssen einfach festhalten, dass die Medizin sich exponentiell weiterentwickelt und wir dadurch natürlich jetzt mittlerweile fast jedes Vierteljahr neue Daten bekommen. Und gerade wir in unserem Team, wo wir uns ja nur, ich sag mal, um Brusterkrankungen kümmern, ist das ein Luxus, dass wir eigentlich mittlerweile sagen können, wir können versuchen, immer dann auch am Puls der Zeit zu sein, die neuen Strategien zu implementieren oder auch, wenn die Daten kommen, zu überprüfen, war denn das, was wir in den Studien gemacht haben vor Jahren, eigentlich schon richtig für unsere Patientin. Und genau mit diesem Fokus möchte ich Sie einladen, heute mit mir so ein bisschen die kleine Reise zu beginnen. Was gab es Neues in Chicago? Was sind für Daten präsentiert worden? Und dann starten wir gemeinsam. Also zum frühen Mammakarzinom. Was meinen wir damit? Das frühe Mammakarzinom ist das, was man zum Beispiel gemeinhin operiert, wo man die Brust operiert, die Lymphknoten operiert und was in aller Regel eben noch nicht in dem Körper sozusagen Fernmetastasen gesetzt hat. Und Sie kennen die verschiedenen Biologien, da ist es einmal hormonabhängig, dann ist es mal der HER2-Neurezeptor etwas mehr ausgeprägt, eine sogenannte Überexpression nennt man es, oder manchmal auch, dass alle Rezeptoren gar nicht da sind und man nennt es Triple negativ. Das sind so die Grobeinteilungen, die meisten kennen das schon, wenn wir unsere Vorträge da gemeinsam halten, was gibt es da? Und dieses HR-Plus heißt einfach Hormonrezeptor positiv, was gibt es da eigentlich Neues in der Situation? Also frühes Mammakarzinom, hormonabhängig. Das betrifft ja 75% all unserer Patienten. Da kam eine Studie, wo Daten schon sind, wo wir auch schon ja länger mal drüber nachgedacht haben. Das heißt, wenn ein niedriges Risiko vorliegt mit der Frage, wenn die Brusterhaltung gemacht wird, muss ich dann bestrahlen. Kurz nochmal in die Geschichte, das ist ja meistens gar nicht uninteressant, wie hat sich es entwickelt? Als die Brustchirurgie anfing, mittlerweile vor, ich sag mal, fast über 150 Jahren, war es eigentlich fast 130 oder 110 Jahre lang so, dass man immer, sobald der Brustkrebs, selbst wenn er nur ganz klein war, nur ein Zentimeter, aufgetreten ist, man die gesamte Brust entfernt hat, zig Lymphknoten entfernt hat und auch noch die Muskeln entfernt hat. Das heißt, die Haut wurde über den Rippen gespannt, man konnte die Rippen durch die Haut ziehen. Das war die typische Operationsfahne über eine ganz lange Zeit. Da gab es irgendwann in Italien eine Schauspielerin, die einen Arzt sozusagen überzeugen konnte, nicht die Brust zu entfernen, sondern eine sogenannte brusterhaltende Therapie zu machen. Und dann hat er das probiert und hat gesagt, ja, die hat ja trotzdem kein Rezidiv bekommen. Müssen wir denn immer einfach nur die Brust entfernen in der Situation oder reicht es auch, wenn wir den Tumor nur sozusagen entfernen und die Brust belassen? Am Ende wurde dann sozusagen daraus, dass man die Brust sozusagen belassen konnte, wenn man dann zusätzlich bestrahlt, zeigen konnte, dass es genauso gut, als wenn man die Brust abnimmt, wenn also die bestimmten Bedingungen dafür vorliegen. Insgesamt war das sozusagen, das war 1972 und durchgesetzt hat sich dieses Verfahren Brusterhaltung plus Bestrahlung genauso sicher wie Entfernung der Brust, also die sogenannte Ablatio oder Mastektomie im medizinischen Sinne genannt, hat sich das erst in den 90er Jahren, ja, also man sieht, wie lange das sozusagen implementiert ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das heißt, wenn wir ein niedrig Risiko bestimmen können bei einem Tumor und Brusterhaltung operiert wird, wurde die Frage gestellt, müssen wir dann bestrahlen? Das ist also jetzt wieder die Frage, nicht nur Brusterhaltung plus Bestrahlung, sondern kann man die Bestrahlung auch weglassen im Ganzen? Das wissen wir so, wie hat man das klassifiziert, dass wir als Mediziner uns untereinander unterhalten können. Ist das wirklich ein Niedrigrisikokollektiv? Und das muss man sagen, erstmalig, das ist bisher die beste Studie dazu, am meisten, ich sage mal, mit biologischen Faktoren versehen, wirklich, also postmenopausale Patientin, niedriges Risiko, also kleiner Krebs, sozusagen kein Lymphknotenbefall klinisch. Gucken wir uns das an und das war die Beantwortung der Frage. Man hat gesagt, wenn man unter 5% Lokalrezidivrisiko, also Auftreten in der Brust bleibt, dann wäre es sozusagen Proof of Concept. Das heißt, dann ist es bewiesen, dass man wirklich viele Patienten vielleicht die Bestrahlung nicht nur von der Zeit reduzieren kann, sondern sogar ganz weglassen kann in der Situation. Und gucken Sie hier, 5% war diese imaginäre Grenze und die Rezidivrate nach 5 Jahren war 2,3%, also sogenannt Proof of Concept. Ja, es gibt Fälle, wo wir heute sagen können, wenn wir das sozusagen analysieren, die Bestrahlung muss man nicht machen. Es gibt keinen zusätzlichen Effekt oder Benefit für die Patientin. Guckt man sich das nochmal an, natürlich wollen wir diese Daten noch weiter verfolgen, weil man sieht natürlich auch über die Jahre, auch nach dem 5. Jahr kommen manchmal noch Rezidive dazu, dass man die eben mit erfasst oder erfassen kann, um dann sozusagen das wirklich als
sichere Situation für die Patientin zu beschreiben. Also auch wir werden immer mehr Patienten, auch das ein oder andere Mal, wo die Bedingungen zutreffen, auch damit gemeinsam sprechen, dass man vielleicht die Bestrahlung weglassen kann. Also wichtige Studiendaten, die jetzt nochmal auch in Chicago vor 3 Wochen präsentiert wurden. Das sind sozusagen noch Studien, die dazu noch laufen in dem Ganzen. Nur wer da jetzt ganz genau die Übersicht haben will, davon haben wir noch keine Ergebnisse. Da warten wir natürlich drauf. Aber wir gehen alle davon aus, dass diese Studien die Ergebnisse, die wir jetzt in Chicago gesehen haben, bestätigen werden. Also Zusammenfassung sollte in der Routine angewendet werden. Ja, also was Neues. Das heißt, wir können da wirklich über das Risiko gemeinsam dann diskutieren mit den Strahlentherapeuten, auch in den Tumorkonferenzen. Und das vielleicht sozusagen deutlich reduzieren, auch diese Belastung für die Patienten. So, dann kommt eine spannende Frage. Viele kennen das ja auch in der Sprechstunde bei mir oder bei den Kollegen bei uns im Team, dass wir uns ja sehr detailliert Gedanken machen, immer mit der Frage, welche Dosis nehmen wir denn bei der Antihormontablette? Also Tamoxifen zum Beispiel, die 20 Milligramm, kann man das halbieren? Oder wenn manche sagen, man, vielleicht sollte man doch mehr geben oder sonst irgendwas. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? So, das ist eine Studie, viele kennen das und deswegen nicht nochmal, und das sage ich jetzt wahrscheinlich mehrfach in dem Vortrag, das ist also nicht dafür, dass man sagt, der Herr Kümmel hat gesagt, wir brauchen nur noch die halbe Dosis nehmen. Überhaupt nicht. Sondern hier geht es jetzt darum, wenn man zum Beispiel nicht verträgt etc., ab wann sehen wir eine Effektivität? Also es ist nicht verglichen worden, ob die halbe Dosis so effektiv ist wie die ganze. Ja, das kann man noch nicht sagen, sondern ab wann sieht man eine Effektivität wahrscheinlich? Das ist mal gezeigt worden. Ob die dann gleichwertig ist, das kann man noch nicht sagen. So, hier war eine Studie, wo ein DECIS gemacht wurde von einer italienischen Studiengruppe. Also DECIS untersucht wurde, ob man dann Tamoxifen 20 Milligramm oder 5 Milligramm, und man hat gesehen, dass Tamoxifen ab 5 Milligramm schon eine Effektivität hatte. Beim DECIS, also einer Vorstufe. Jetzt ist die gleiche Studiengruppe ein bisschen weitergegangen und hat gesagt, naja, wir messen jetzt nicht das Überleben insgesamt, das dauert zu lange, sondern wir gucken uns einfach Laborparameter an. Und wir nehmen zum Beispiel so einen Aromatasehemmer. Alle kennen das, die meisten nehmen ja Letrozol, Anastrozol und jetzt hat man hier Exemestan genommen. Wir wissen, dass alle drei Aromatasehemmer nahezu gleich effektiv sind. Also man hat hier das Exemestan genommen und hat es mal gesagt, naja, wir geben das sozusagen so wie immer eine Tablette am Tag. Oder wir geben es sozusagen nur 3-mal die Woche. Also eigentlich, wenn man die Woche jetzt sieht, sind 3 und 4 Tage, also eine halbe Dosis. Oder man gibt es sozusagen nur 1-mal die Woche. Also man geht auf eine 1/7, ich sage mal, oder 20% Dosis. Und hat sich dann sozusagen das angeguckt in verschiedenen Risikokategorien und hat sich Laborwerte angeschaut. Und das war ganz spannend sozusagen. Man hat sich also die Biomarker angeschaut und hat geguckt, was passiert. Und man hat gesehen, dass zwischen der Volldosis, also 25 Milligramm, oder der halben Dosis, also nur an 3 von 7 Tagen gegeben, nahezu die gleichen Marker rauskamen in der Situation. Aber wenn man es nur 1-mal die Woche gegeben hat, anstatt 7 Tage nur 1 Tag, dann war es deutlich schlechter, was, ich sag mal, die Biomarker, also das heißt die Laborwerte, Senkung des Östradiols im Blut, also der weiblichen Hormone und so weiter, gegeben hat. Das ist also ganz wichtige Nachrichten für uns, in der Situation auch darüber nachzudenken. So, dann gehen wir noch einen Schritt weiter in dem Ganzen. Wenn man zum Beispiel Antihormontherapie einnimmt, was ist das, wenn jetzt Patienten etwas mehr, ich sag mal, Fettgewebe haben, also Adipositas dazukommt oder so, wirkt es dann weniger oder nicht? Und hier hat man die Antihormontherapie nochmal den CDK4/6-Inhibitor mit dazugenommen. Und man muss sagen, unabhängig vom Gewicht war es immer gleich effektiv. Wichtige Message auch für uns. Also heißt auch mal, wir müssen wahrscheinlich auch bei, wenn das Gewicht ein bisschen mehr ist, einfach mal, heißt es nicht, wir müssen mal die Dosis erhöhen. Das ist ganz wichtige praktische Message auch für uns, für die Sprechstunden, um sie sicher beraten zu können. Gucken wir uns das also an sozusagen. Also abhängig vom Gewicht muss man nicht die Dosis adaptieren. Wenn man diese beiden Studien, die dort kamen, noch einmal zusammenfasst, deswegen meine Frage, halbe oder doppelte Dosis, ist die Zusammenfassung. Was ich in meiner Sprechstunde dann machen würde, wäre, bevor eine Patientin sagt, die Nebenwirkungen sind für mich so eklatant, ich setze das Medikament ab, würde ich lieber sagen, lassen Sie uns doch die Hälfte probieren. Und dann, wenn Sie das gut vertragen, gibt es erste Hinweise, dass wir immer noch eine Effektivität haben. Wir wissen nicht, ob die Effektivität gleich ist, aber es gibt wahrscheinlich eine Effektivität, immer noch besser, als es komplett zu lassen. Und viele Patienten, die dann auch schon jetzt, wir haben das ja schon ein bisschen länger gemacht, weil wir uns ja, wie Sie alle wissen, so ein bisschen intensiver mit diesem Fach auseinandersetzen. Also nicht nur morgens das machen und abends das, sondern nur um das Thema Brustkrebs und 24 Stunden nahe zu kümmern. Also haben wir das schon vorher ein bisschen gesehen und viele haben schon manchmal den Rat von uns bekommen, vielleicht mal eine halbe Dosis zu nehmen
Und wir haben das Feedback auch, dass natürlich die Nebenwirkungen deutlich geringer sind. Also nochmal zusammengefasst, das ist gerade für die Patientinnen, die sonst die Therapie aufgeben würden, ehe man sie aufgibt, vielleicht mit weniger Nebenwirkungen ein möglicher Fahrplan. Also auch dann am Ende nochmal für uns ja Bestätigung für die Sprechstunden und ein ganz wichtiger Schritt auch in Therapie, Algorithmen und auch das, was wir gemeinsam besprechen. Das ist sozusagen der Block, wie können wir sozusagen in der täglichen Routine über Nebenwirkungen etc. Dosissituationen miteinander sozusagen kommunizieren und sprechen und was hat sich auch gezeigt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt ist die Fragestellung ja wieder dahin gekommen, wer braucht eigentlich eine Chemotherapie? Und viele wissen das, wie viel, Enthusiasmus da reinlegen, auch als Team zu überlegen, was brauchen wir eigentlich in der Gesamtsituation? Und das muss ich Ihnen mal zeigen, das ist die einzige Studie in der Welt, die das mit am Ende fast 5000 Patienten, die dort untersucht wurden. Und die meisten kommen aus Nordrhein-Westfalen und die meisten dieser Patienten als einzelnes Zentrum kommen aus der KEM, also aus den Kliniken Essen-Mitte, weil es ja nun mittlerweile das größte Brustzentrum auch mit in Deutschland ist. Und was hier gezeigt wurde, und das ist revolutionär in dem Kurzen, in der Fragestellung, brauche ich noch eine Chemotherapie oder nicht, dass all diese Patientinnen vor der Operation 2 bis 3 Wochen eine Antihormontherapie bekommen haben, dann meistens operiert wurden und man diesen sogenannten Ki-67 bestimmt hat. Ja, meinetwegen vorher hoch war 20 oder 30, dann 2, 3 Wochen endokrine Therapie, also Antihormontablette, entweder Tamoxifen oder Tamoxifen und die Eierstockspritze, also zur Senkung der Eierstocksfunktion oder Aromatasema bekommen haben. Wenn man dann operiert und den Tumor nochmal untersucht und man sieht, dass der Ki-67 ganz deutlich runterfällt, dann weiß man, dass diese Patienten extrem hormonsensibel sind, also der Tumor sehr gut angreifbar durch die Hormontherapie ist und diese Patienten wahrscheinlich keine Chemo brauchen. Und das kann man jetzt, hier sehen Sie die 60 Monate, beweisen. Gucken Sie sich das an. Das heißt, die Chemo bekommen haben in der Situation, waren überhaupt nicht besser als die keine bekommen haben. Das heißt, wir sind da einen riesen Schritt weiter, wirklich immer mehr zu klassifizieren, wer wirklich noch eine Chemotherapie braucht, um dann eben auch ein so gutes, das ist ja auch eine wichtige Nachricht, ein so gutes Überleben zu haben. Genauso auf der anderen Seite, und da sind wir seit 10 Jahren Vorreiter mit unserer Klinik, zum Beispiel mit Mönchengladbach zusammen oder auch der LMU in München, sozusagen, wo wir eben jetzt immer mehr Patientinnen herauskristallisieren können, die keine Chemotherapie brauchen und dann trotzdem so ein gutes Überleben haben. Und das ist das Wichtigste, altersunabhängig. Die Welt konnte in anderen Studien bisher nur zeigen bei den postmenopausalen Patientinnen. Und wir hier in Nordrhein-Westfalen haben mit dieser Strategie, also Ki-67, 3 Wochen vor der Operation sozusagen durch die Antihormontherapie nochmal bestimmt, ja, also zu Beginn an der Stanze, nach 3 Wochen operieren, wenn man 3 Wochen die Tablette genommen hat. Und wenn man dann noch diese Genexpressionsprofil, also zum Beispiel Oncotype, Mammaprint dazugenommen hat und daraus sich ein Bild baut, also mit Tumorgröße, Lymphknoten, allem zusammen, dann kann man heute ganz dezidiert wirklich sagen, wer braucht noch eine Chemotherapie und wie ist das Risiko etc. Und wie genau wir das mittlerweile machen können, ja, zeige ich Ihnen sozusagen hier. Das sind mal auch das als Vergleich. Das sind die amerikanischen Leitlinien und die sagen, ja, wenn Lymphknoten positiv ist, Chemo. Und wir konnten eben beweisen, und gucken Sie nochmal zurück, selbst die Lymphknoten positiv waren, brauchten in bestimmten Fällen keine Chemo, auch wenn sie jünger waren. Das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis, die wir heute auch dann sozusagen hier in Deutschland mit erarbeitet haben, in der Studiengruppe, und das für sie anwendbar geworden ist. Also ganz wichtig, und mittlerweile zeige ich Ihnen mal, wie weit wir da gekommen sind. Das sind die KEM-Standards, das heißt, die haben wir hier zusammen entwickelt, zum Beispiel der Oleg Luz, der sich sehr viel damit beschäftigt, und die Mathia Reinisch aus unserem Zentrum, hat praktisch wie so ein Kochrezept aufgestellt, was passiert wann, an welcher Stelle, wie wird der Ki-67, wie verändert er sich, wenn die Tumoren so sind, wenn sie Lymphknoten sind und nicht, um eben auch für viele Kollegen mal so einen Anhaltspunkt zu geben, weil natürlich ist es klar, dass dieses Wissen, was jetzt sehr komprimiert ist, dass das ja ganz viel bedeutet und viele Kollegen häufig gar nicht die Zeit haben, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Also sehen wir auch das als unser Zentrum, als unsere Aufgabe, solche, Kochrezepte zu erstellen. Wie kann man Patienten in welcher Situation, wenn der Recurrence-Score zum Beispiel so ist, wenn der Ki-67 sinkt durch die Antihormontablette und wenn der Tumor dann so groß ist oder die Lymphknoten, so können Sie, zeige ich Ihnen mal, haben wir für fast jede Situation mittlerweile das rausgearbeitet. Wer braucht dann eine Chemotherapie etc.? Also ganz wichtige Situation, die wir hier auch, auf dem Krebskongress bestätigt haben und was Deutschland als Vorreiter auch mit evaluiert hat und die meisten Patienten eben aus Nordrhein-Westfalen waren. Gut,
So können wir mittlerweile sogar sagen, das ist eine Arbeit, die ich in Amerika vorstellen durfte, nicht dieses, sondern letztes Jahr, wie das sozusagen ist, dass wir selbst herauskristallisieren können, wie wir eine neoadjuvante Chemotherapie, also das heißt die Chemotherapie vor der Operation, wann sie überhaupt dann wirklich Sinn macht. Und wir konnten sogar sagen, wo alle gesagt haben, ja, da machen wir mal eine Chemotherapie, ist ja so ein höheres Risiko, konnten wir zeigen mit dem Ki-67, dass diese Patienten gar keine neoadjuvante Chemotherapie brauchen, sondern vielleicht gerade in dem Fall erst die Operation wäre und dann sozusagen nochmal zu gucken, ob man wirklich die Chemotherapie braucht. All das konnten wir zeigen. Das ist natürlich für die Welt so interessant, dass wir auch eingeladen wurden, dort diese Daten dann, ich sag mal, der Weltöffentlichkeit mit zu präsentieren. So, kommen wir also zu der letzten Rubrik, hormonabhängig. Was ist denn bei älteren Patienten? Jedes Mal in der Sprechstunde auch die Frage, ja, der Tumor sieht so aus, man müsste eigentlich eine Chemo machen, aber jetzt sind sie zum Beispiel, ist die Patientin über 70 und sagt, lohnt sich das dann, brauche ich das dann und sonst irgendwas. Also eine ganz wichtige klinische Fragestellung, die einfach randomisiert in der Studie, also die einen Patienten haben Chemo bekommen, die anderen nicht, in dem Ganzen beantwortet werden konnte. Und deswegen war diese Studie auch so wichtig, von Kollegen aus Frankreich jetzt in Chicago präsentiert. Mal so ein bisschen das Studiendesign. Also hier steht ET, also nur rein Antihormontherapie, die Aromatase, wie Sie sie kennen, oder die Chemotherapie und dann die Antihormontherapie über die mindestens 5 Jahre, wie Sie es kennen. Chemotherapien wurden die normalen Standard-Chemotherapien verwendet und es haben nur die Patientinnen, die zum Beispiel durch so ein, na, wie Sie es kennen vom Oncotype, sowas Ähnliches, ein höheres Risiko hatten. Das heißt, wo man wirklich sagen würde, da würde man sonst, wenn sie jetzt nicht 70, 80 oder 90 wäre, da würde man sonst eine Chemotherapie machen. Diese wurden randomisiert. Erster Punkt, was ist sozusagen, was rausgekommen? Deswegen nehme ich Sie jetzt mit auf die wissenschaftliche Reise, dass Sie das sozusagen in unserer Patientenakademie lernen. Die Intention-to-Treat-Analyse, das bedeutet, alle Patienten müssen erfasst werden. Und wenn man alle Patienten anschaut, war die Chemotherapie, hatte so kleinen Benefit noch gehabt bei den Patienten, dass er nicht relevant war. Also nicht statistisch signifikant. Das Einzige, deswegen muss man sagen, wenn man gesehen hat, wenn man nur die Patienten ausgewertet hat, die wirklich dann eine Chemo bekommen haben oder die, die nur eine endokrine Therapie bekommen haben, warum ist es unterschiedlich? Ja, weil natürlich, als die Studie gesagt hat, randomisiert hat, die Patientin gesagt hat, sie kriegen jetzt, sie sind in den Arm randomisiert Chemotherapie. Dann haben 20% der Patienten gesagt, ja, aber ich mache keine Chemo. Na, deswegen sind die, ist das dann anders. Und wenn man nur die per Protokoll, also die dann wirklich auch eine Chemo gemacht haben, angeschaut hat, dann sieht man schon einen kleinen Benefit bei der Chemotherapie gegenüber der reinen Antihormontherapie. Aber wir, deswegen habe ich es Ihnen eingangs gezeigt, können ja ganz, ganz klar determinieren, wer braucht wirklich eine Chemotherapie mit diesen Algorithmen, die wir hier auch federführend mit in der CHEM und mit der Westdeutschen Studiengruppe erarbeitet haben. Also wie ist mein Fazit? Auch nach dem amerikanischen Krebskongress, Chemotherapie, wenn selbst zum Beispiel die Mutter oder die Oma erkrankt ist mit über 70, es bleibt dabei bei Patienten mit hohem klinischen und oder genetischen Risiko, das sind diese mit dem Oncotype-Test, wenn der höher ist, muss man ganz dezidiert gemeinsam eine Nutzen-Risiko-Besprechung machen. Sie kennen das bei mir in der Sprechstunde oder bei den Kolleginnen und Kollegen, dass man auch mal dezidiert sagt, der Nutzen der Chemotherapie wäre wahrscheinlich nicht mehr als 1, 2, 3%, sodass Sie für sich eine Entscheidung treffen können, ob Sie das für diese Situation wollen, für 2, 3% eine Chemotherapie zu machen. Selbst so weit können wir heute gehen, dass wir das relativ genau benennen können. So, und abschließend, wenn wir bei Hormonrezeptor positiv sind, dazu kam das meiste, und dann müssen wir uns darüber beschäftigen, wenn wir es jetzt schaffen, zu determinieren, wer braucht was, also nur eine Antihormontherapie oder eine Chemotherapie doch zusätzlich, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, was indizieren wir damit oder was kommt dazu? Das heißt, Frage Osteoporose, Knochengesundheit. Also wenn wir es schaffen, dass jetzt die allermeisten Patienten dauerhaft geheilt werden, dann müssen wir uns ja genau damit beschäftigen. Und da wurden die Daten vorgestellt, diese sogenannte österreichische Studiengruppe, diese ABCSG, die Studie Nummer 18 wurde gezeigt und da wurde einfach verglichen, Patienten in der Menopause, Mammakarzinom, also Brustkrebs, Aromatasema-Therapie, manche hatten Chemotherapie, manche nicht und haben mindestens 5 Jahre den Aromatasema bekommen und haben dann 3 Jahre dieses Denosumab unter die Haut gespritzt bekommen. 3 Jahre lang. Und dann wurde geguckt, hat das einen Effekt? Und da hat man erstmal gesehen, ja, es gab deutlich weniger Frakturen, also Knochenbrüche bei den Patientinnen, die das bekommen haben. Was aber jetzt, und deswegen zu einem Hauptvortrag in Chicago wurde, hat man die Überlebensdaten sich angeschaut. Das heißt, ist denn auch ein Überlebenseffekt, wenn man das gespritzt hat? Also nicht nur Verbesserung der Knochengesundheit, Osteoporose weniger, also weniger Brüche, sondern auch ein Überlebenseffekt. Und dann muss man dazu sagen, ich gehe da gleich nochmal zurück, am Ende, ja. Das ist rausgekommen. Auch das sozusagen, viele kennen das ja bei uns, es ist off-label. Ja, also eigentlich die Krankenkasse
sieht das nicht als gegeben an. Wir wenden das, viele kennen das seit Jahren, diese Bisphosphonate, also dieses Zometa oder das Denosumab seit Jahren an bei unseren Patientinnen und geben das regelhaft sozusagen zum besseren Überleben. Und jetzt ist die erste Studie, die alleine aufs Überleben sich das angeschaut hat, die da positiv ist, dass es eben auch ein paar Patienten gibt, die nicht nur die Knochen sozusagen besser waren, sondern auch am Ende weniger Rezidive hatten. Wenn man sich das anschaut, hier ist nochmal die Empfehlung des ASCOs, wie sie aktuell noch gilt. Ich glaube, nach der neuen Datenlage, die wir jetzt haben, also das steht hier, dass man es nicht machen sollte, muss man jetzt das überdenken und sagen, man macht es. Was wir machen, bitte nochmal dran denken, weil wir auch da die Daten dazu haben. Wir machen es ja so, wenn wir das Denosumab anwenden und sie dann den, das ist ja nur bei 3 Jahren, dann ist ja häufig, dass der Aromatasemmer noch 2 weitere Jahre mindestens weitergenommen wird, dann geben wir meistens nochmal Zometa mit dazu, weil es so einen sogenannten Rebound gibt. Das kann ich, kann man dann später noch, wenn Fragen sind oder so, dazu erklären. Das ist derzeit die modernste Strategie, die es dann für Patientinnen gibt oder von Anfang an für 3 Jahre das Zometa. Ja, also das ist hier sozusagen nochmal niedergeschrieben. Fazit. Also Denosumab sollte entsprechend dieser neuen Studie auch in den praktisch nochmal eine Untermauerung der Daten für unser tägliches Tun, dass wir es auf jeden Fall anwenden sollten, in dem Phase, wie ich es Ihnen gerade geschildert habe, danach eben 1 bis 2 Zyklen Bisphosphonate noch zusätzlich. So, das war die, ich sag mal, allein jetzt fast eine halbe Stunde, dass wir darüber geredet haben, frühe Erkrankungssituation und was gab es Neues auf dem amerikanischen Krebskongress. Ich würde denken, wir machen hier einen kurzen Stopp in der Aufzeichnung, dass wir sozusagen das zur Verfügung stellen, weil allein eine halbe Stunde sich anzugucken mit solcher Datenfülle hat schon sozusagen impliziert relativ viel. Mein Vorschlag wäre, wenn wir jetzt hier ja viel gemeinsam diskutieren, ob wir dann einfach nochmal den Part, also chronische Erkrankungen oder wenn Metastasen aufgetreten sind, nochmal kurzfristig online machen, damit wir uns die Zeit, die wir noch haben, die ich sage mal 20, 25 Minuten nicht von der Diskussion nehmen. Wie würden Sie das sehen? Also ich bin für Sie da. Ich hätte sonst eine Frage zu dem letzten Punkt, den Sie gerade vorgetragen haben. Ja. Und zwar wurden bei mir keine Bisphosphonate gegeben, weil die Knochendichte sehr, sehr gut war. Wie ist denn jetzt da die Empfehlung eigentlich? Hätte man das dann trotzdem machen sollen? Nee, aktuell noch nicht. Also man sieht jetzt sozusagen, dass häufig die Patienten, die in die Studie eingeschlossen wurden, auch eine geringere Knochendichte hatten. Also man muss jetzt heute schon bei der Anwendung gucken wir uns, deswegen machen wir das ja so aufwendig, meistens Vitamin D und auch den DEXA-Scan an und würden, wenn alles, sag mal, ganz in Ordnung ist, dann muss man es nicht machen. Okay, danke. Ja, guten Tag. Hallo. Mich würde der zweite Teil sehr interessieren. Und ja, auch in der Variante, wenn Sie es später anbieten. Aber ja, das war ja Ihre Frage. Das ist richtig. Ja, ich frage ja, weil nicht, dass jemand sagt, weil wir natürlich jetzt im metastasierten Teil kommen da auch nochmal neue Daten, nicht, dass Sie dann ich sag mal, die anderen sagen, wir hatten keine Zeit zu diskutieren oder so. Deswegen stelle ich das einfach frei. Mein Team würde sicherlich versuchen, nochmal irgendwie Nachmittag, und es wird ja auch online gestellt. Ich glaube, von der Aufzeichnung und für die Videos, die man dann abruft, ist eine halbe Stunde schon recht lang. Das heißt, wir würden das teilen in den, ich sag mal, frühen Part und den anderen. So, wenn alle, man kann auch Daumen hoch machen oder sonst irgendwas, das gibt es ja alles bei Zoom unten, also bei Reaktion, ja, kann man sozusagen das sozusagen mit abstimmen, ohne dass man sich persönlich meldet. Das heißt, wir hatten jetzt nur eine Meldung, sollen wir weitermachen? Ich hätte auch noch eine Frage, hallo. Ja. meine Akuttherapie ist jetzt 1,5 Jahre her und ich nehme Tamoxifen seitdem. Und ja. Bei mir, es wurde nie über Bisphosphonate gesprochen. Muss ich mich da nochmal drum kümmern oder kommt das gar nicht für jeden in Frage? Na, wenn man beim Tamoxifen, ist es häufig so, dass der Effekt der Bisphosphonate gar nicht da ist, weil das, also der ist ja die Osteoporose, was man vor allen Dingen auch mit verhindern möchte in dem Sinne, bei den Bisphosphonaten ist eigentlich am meisten ausgeprägt bei den Aromatasehämmern. Also von daher, also Frauen in der Prämenopause, als auch unter Tamoxifen,
ist es häufig so, dass man es nicht empfehlen sollte oder muss. Ah ja, okay, super, danke. Ja? Dann hätte ich gerade noch eine Frage, Nicole Fiantnier, hallo. Bei mir ist die Chemotherapie jetzt insgesamt im 5. Jahr abgeschlossen, es geht mir auch gut. Ich bekomme Letrozol und mir wurde seinerzeit empfohlen, dass ich zumindest die Knochendichte regelmäßig checken lasse und ich bin jetzt zumindest in dem Stadium, dass man wohl von einer Osteopenie spricht. Ich habe keine Bisphosphonate bekommen. Das war damals auch aufgrund von einer guten Knochendichte wohl nicht nötig. Und meine Frage ist, macht es Sinn, diese jetzt noch quasi nachträglich zu nehmen oder sollte man einfach dabei bleiben, regelmäßig Knochendichte-Messungen vorzunehmen? Hat das für also, mich ich würde, also es gibt keine Daten, dass man sagt, nach 5 Jahren hat es da noch einen Effekt oder sonst irgendwas. Was ich machen würde, was wir ja wissen vom Denosumab, dass es auch bei Osteoporose einen Effekt hat. Also ich würde es mir jetzt angucken, was ich individualisiert machen würde. Bei mir in der Sprechstunde, ich würde mir das anschauen, würde sagen, wenn ich sehe, dass die Aromatase mal die Knochendichte deutlich verringert haben, also dann wäre das eine Möglichkeit. Dazu würde ich mir angucken, es gibt ja so Tabellen, da guckt man das Alter an, die Knochendichte und Risikofaktoren. Also Risikofaktoren sind zum Beispiel, wenn man besonders schlank ist, ja, dann hat man höheres Risiko für Osteoporose. Zweiter Risikofaktor, wenn in der Familie was aufgetreten ist, Cortison-Therapie, Rauchen, also wenn man raucht oder so, ist Risikofaktor. Dann würde ich mir also das Alter, den sogenannten T-Score und die Risikofaktoren anschauen. Und wenn dazu, dann dahin kommt, dass man sagt, naja, doch, es ist schon ein Risiko, Osteoporose zu entwickeln, dann wäre das zum Beispiel für mich eine Fragestellung, dass ich aus diesem Grunde dann mit dem Denosumab starten würde. Verhinderung von Metastasen wäre bei Ihnen jetzt nicht der vordergründige Teil. Verständlich so? Absolut, danke. Dann kam es eine Frage im Chat. Bei mir wurde direkt mit Zometa gestartet. Kürzlich hatte ich die 5. Gabe. Ist das falsch? Würde man heute mit Denosumab starten? Nein, ist nicht falsch. Sie brauchen dann sogar keine weiterführende Therapie, also eine noch, ja, also 6. Auch das hat man mal in Studien verglichen, jetzt nicht bei diesem amerikanischen Krebskongress, sondern es kam letztes Jahr. Da hat man 3 Jahre oder 5 Jahre verglichen und man hat nach, also 3 Jahre waren ausreichend, man hat durch 5 Jahre, also noch 4 Gaben mehr, hat man keine Verbesserung noch weiter erzielt. Das heißt, 6 Therapien reichen aus, dann ist sozusagen finito. Ich hätte eine Frage zu Tamoxifen und Aromatasehemmer und zwar mit dem Wechsel. Ja. Jetzt hatte ich die Eierstöcke rausnehmen lassen wegen einer Zyste, aber ich soll weiterhin Tamoxifen nehmen, obwohl ja Östrogen jetzt nicht mehr so sehr viel gebildet wird in meinem Körper. Also erst wenn Entfernung der Eierstöcke ist erstmal die, sowieso klar, dass sie entweder von, abhängig vom Alter, ne, also wenn die Eierstöcke ihre Funktion nachlassen oder entfernt sind, dann ist es die Indikation zum Aromatasehemmer. Das heißt, dass man den nehmen kann. Insgesamt, wenn man sich alles Daten anschaut, wird man das so ein bisschen Risiko, wenn es jetzt ganz, ganz niedriges Risikosituation war, dann kann man beim Tamoxifen bleiben. Wenn es so ein bisschen, der Tumor ein bisschen größer war und oder auch ein Lymphknoten befallen war, würde ich immer dazu tendieren, eher den Aromatasehemmer zu nehmen. Und Tamoxifen bleibt dann bei 3 Jahren? Nee, dann einfach wechseln. Da ist jetzt nicht, dass man nach 3 Jahren das aushalten muss oder 2 Jahre. Und dann muss man sagen, der Unterschied ist ungefähr maximal 1 bis 1,5% zwischen Aromatasehemmer und Tamoxifen. Und dann muss man gucken, wie sie es vertragen. Und dann kann es ja sein, dass der Aromatasehemmer mehr Nebenwirkungen macht. Und wenn man das weiß, dass man sagt, nee, dann gehe ich wieder zurück aufs Tamoxifen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Situation, mit der man sich beschäftigen sollte. Danke sehr. Bitte. So, jetzt steht hier im Chat Metastasen extra. Jetzt haben wir, sag mal, jetzt sind wir wieder wie beim Fußball, ja? Das Ruhrgebiet ist ja fußballaffin, jetzt haben wir 1:1. Ja? So, jetzt können wir nur Daumen hoch oder runter in dem Ganzen. Ob Frau Kuhlmann, und schaffen wir es denn kurzfristig noch ein Zoom-Meeting zu machen? Also dass wir praktisch, wir sind ja schon in Ferien, dass wir die nächsten 2 Wochen Metastasen machen, dass keiner sagt, ich habe mich so lange auf die Folter spannen lassen? Das werde ich sehr gerne mit der Frau Brotesser abstimmen. Das kriegen wir bestimmt hin.
Weil dann wäre jetzt noch, wenn die Aromatasema-Therapie für 7 oder 10 Jahre angedacht ist, sollte dann zu Meta länger gegeben werden. Spannende Frage. Also erster Punkt ist, wichtig auch für Sie. Aromatasema, wenn Sie innerhalb der ersten 7 Jahre 5 Jahre gegeben wurden, nochmal, innerhalb der ersten 7 Jahre 5 Jahre Aromatasema schon gegeben wurden, dann brauchen Sie sie nicht weiternehmen. Ob man sie das bis zum Jahr 10 nimmt oder so, gibt keinen Effekt. Wichtige Message. Ich habe selbst auch Patienten, die sagen, ja, ich verstehe das und Sie haben das 3-mal erzählt, aber ich verliere meinen Sicherheitsanker, ich nehme es weiter. Sage ich, so, wenn es so ist, dann ist es so, nehmen Sie es weiter. Wir gucken, dass die Knochendichte, also dass wir das nicht aus den Augen verlieren, die Osteoporose, dann machen wir das. Rein nach der Datenlage ist es so, dass man sagen muss, innerhalb der ersten 7 Jahre, mindestens 5 Jahre Aromatasema, gibt es keinen zusätzlichen Effekt, wenn man es dann noch vom Jahr 8 bis Jahr 10 weiternimmt. Wichtiger Punkt. Jetzt kommt der Punkt mit der Frage, wenn ich jetzt 7 Jahre das nehme, brauche ich dann sozusagen Bisphosphonate meinetwegen 5 Jahre und nicht nur 3? Nein. Es bleibt auch bei 7 Jahren bei 3 Jahren. Es sei denn, es ist eine Osteoporose aufgetreten, die man dann mit Osteoporose-Medikamenten weiter behandelt. Das ist die Ausnahme. Aber dann wegen der Osteoporose und nicht nur wegen weniger Knochenmetastasen etc. Wie oft sollte denn die Knochendichte gemessen werden? Das mache ich abhängig, wie sie ist. Also wenn ich sehe, dass ich einen starken Abfall sehe, ja, in dem Ganzen, und die Patientin sagt, ja, aber ich will zum Beispiel nicht Bisphosphonat, ich habe Angst vor dieser Kieferosteonekrose oder vor den Nebenwirkungen oder sonst irgendwas, dann sage ich in den Fällen zum Beispiel, ich will nach einem Jahr wieder messen, dass man nichts verpasst. Wenn ich sowieso schon eine, ich sage mal, Knochengesundheitstherapie, also Bisphosphonate zu Meta oder Denosumab eingeleitet habe, mehr kann ich ja eh nicht tun. Da kann ich messen, wie ich will. Selbst wenn es noch weniger wird, ich kann ja nicht sagen, ich mache doppelte Dosis oder so. Das gibt's ja, also das ist ja Quatsch. Das heißt, da würde ich alle 2 Jahre maximal messen oder gar nicht. Oder bei denen, wo es sich ein bisschen verändert, dann nach 2 Jahren, häufiger nicht. Das heißt, das muss man auch in meinen Augen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und ärztlichem Wissen behandeln. Guten Abend, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich nehme seit 2018 September Letrozol und bekomme einmal im Monat die Enantonegyn. Ja. Meine Frage, ich habe zudem halt noch 6-mal das Zometa bekommen, die Infusion. Meine Frage dahingehend, kann ich halt jetzt, wenn ich halt, ich nehme das Letrozol ja weiter, mich würde interessieren, ob ich die Enantonegyn absetzen kann, wenn ich halt nachweisbar in der Menopause bin. Ja, könnte man. Wenn man es nachweisbar in der Menopause ist, dann könnte man es absetzen. Wobei man das Letrozol, man muss, also wenn es jetzt so wäre, also erstens ist es richtig, dass man monatlich diese Spritze geben sollte, mhm, bei der Letrozoltherapie, mhm, nicht die 3-Monats-Spritze, erstmal, mhm, richtig. Zweiter Punkt ist, wenn Sie es absetzen und gucken, dann kann es darunter sein, wie jung, darf ich fragen, wie jung Sie sind? 50. So, dann muss man bei Ihnen, also Sie setzen es ab und man misst es und sagt, ja, es sind ja postmenopausale Werte. Dann muss man 2 Jahre lang, wenn die Aromatasema-Therapie weitergesetzt wird, mindestens 2 Jahre lang noch die Hormone messen. Weil es kann sein, dass es ein halbes, dreiviertel Jahr immer noch postmenopausale Werte sind, nur unter Letrozol und auf einmal fangen die Eierstöcke wieder an, ein bisschen zu produzieren. Das ist auch meine Sorge, weil wir fahren jetzt in Urlaub und wir hatten schon mal während einer längeren Reise, dass ich mir einmal selber die Spritze gegeben habe. Der Frauenarzt meinte zu mir, wir könnten halt jetzt einmal im Juli die Spritze aussetzen, dann kommen sie halt 6 Wochen später, wenn einmal die Spritze ausgesetzt ist und wir messen halt ihre Östrogenwerte etc. Ist das für Sie ratsam oder würden Sie ja sagen, nein, jetzt dann doch eher halt die Spritze selber setzen? Nee, kann ich so mitgehen. Das heißt, ich kann die jetzt einmal aussetzen? Genau, in Urlaub fahren und danach messen. Das heißt, er hat mir jetzt vorgeschlagen, nach 6 Wochen halt einmal aussetzen, nach 6 Wochen halt Kontrolle. Vorher macht auch keinen Sinn, das würde ich komplett genauso machen. Perfekt, super. Dann mache ich es so. Vielen lieben Dank. Gerne, schönen Urlaub. Merci, Dankeschön. So, jetzt kommt die Frage im Chat, wie oft muss man die Hormone dann messen? Ich würde sie nicht monatlich messen. Also ich kann jetzt nicht 24 Monate monatlich die Hormone messen. Also ich würde maximal quartals, also 3-monatlich messen.
Also nicht jetzt bei der ersten Messung, das war jetzt anders, was wir vorher hatten, sondern wenn man danach nachfolgend immer wieder kontrolliert, ob es immer noch postmenopausal ist, dann würde ich maximal dreimonatlich messen. Nochmal von meiner Seite aus. Das heißt, wir hatten halt jetzt, das war eben meine erste Eingangsfrage, wegen halt Absetzen der Spritze. Wir haben die Hormonwerte jetzt nicht gemessen, weil logischerweise durch die Inantune ist ja halt, wird nicht produziert. Das heißt, ich würde auf jeden Fall nach Absetzen der nächsten Spritze, 6 Wochen später, erstmal den Hormonstatus bestimmen. Ja. Und dann würden wir halt im Abstand von 3 Monaten, sagen Sie? Ja. Das bestimmen. Ja. Perfekt, super, danke. Oder es kommt dazwischen, also ich sag mal, innerhalb der 3 Monate kommt es zu einer Menstruation wieder oder so, dann brauchen wir ja nicht messen, ja, dann ist klar, ja. Aber ich laufe nicht Gefahr aufgrund halt, weil ich nehme meine Literatur halt dahingehend, ich laufe nicht Gefahr, dass halt dahingehend jetzt irgendwie irgendwas produziert werden könnte, wenn ich einmal die Spritze absetze, nach 6 Wochen halt die erste Kontrolle erfolgt. Nee. Merci. Lieben Dank. Bitte. Gerne. Ich habe so eine ähnliche Frage. Guten Tag. Hallo. Ich wollte nur sagen, weil jetzt alle denken, warum hat er das nicht, weil ich das, dieses Hormonthema ist immer so, dass logischerweise die meisten Fragen kommen. Deswegen war mir jetzt fast relativ klar, dass wir nochmal einen Termin für die chronische Situation schaffen, wo es auch ganz viele Neuigkeiten gibt. Also von daher, dann nehmen wir uns lieber die Zeit, das sozusagen, die Hormone richtig zu besprechen, damit Sie auch auf einem guten Weg weiter sind. Finde ich gut. Ja. Meine Frage wäre so, ich bin 50 gewesen bei der Diagnose. Vom Tumorboard kam die Empfehlung Tamoxifen. Mhm. Und der niedergelassene Gynäkologe sagt jetzt, nö, nach der Chemo sind sie postmenopausal, jetzt geben wir Anastrozol. Ich hatte tatsächlich auch keine Regelblutung mehr, bin mir aber nicht sicher, ob er wirklich jetzt sagen kann, ich bin damit durch, weil die Ärztin in der Uniklinik, die operiert hat, meinte, dazu müsste man mindestens 1 Jahr lang keine Regelblutung mehr gehabt haben. Jetzt bin ich mir so ein bisschen unsicher. Wer jetzt recht hat, ja? Was ich jetzt machen soll oder ob ich nochmal zu dem Kollegen gehen soll und sagen soll, ich will also jetzt. Also, ich kann es Ihnen relativ klar beantworten. Also erstmal, der Niedergelassene hat recht, also Anastrozol sollte man beginnen. Warum? Wenn man, ich sag mal, an die 50 eine Chemotherapie bekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine dauerhafte Amenorrhö, also Ausbleiben der Menstruation, passiert 80%. Also am wahrscheinlichsten. So, was man dann genau machen muss, ist, was ich vorher erklärt habe, man muss jetzt bei 50 oder 51, sollte man 2 Jahre lang die Hormone messen. Und nicht, weil 30% der Patientinnen, die man da rausgefischt hat, sind erst im 2. Jahr die Hormone positiv geworden. Also auch da, deswegen ist die Aussage auch der Uni nicht richtig ganz, sondern die Studie, die auch hoch publiziert wurde, der Engländer hat 2 Jahre lang gemessen. Wir haben auch gesagt, naja, weil wir vorher immer so vorgegangen sind, gesagt haben, naja, wenn es ein paar Mal gemessen nichts ist, da passiert nichts mehr. Man hat es das erstmals gemacht, dass man 2 Jahre lang gemessen hat und es gab einen Teil der Patienten, die waren 1 Jahr lang, hatten die postmenopausale Werte und im 2. Jahr stieg es dann wieder an. Von daher, Regel ist heute 2 Jahre messen. Und was genau misst man? Den Östrogen? FSH und E2. Okay, also das weiß aber der Niedergelassene dann auch, oder? Das weiß der, ja. Weil vorgeschlagen hat das jetzt nicht. Also er hat mir nur das Rezept in die Hand gedrückt und meinte, komm im halben Jahr wieder. Also, es gibt die Studie der Engländer, das ist hoch publiziert. Also es sind somit die höchsten Journals. Und genau da hat man diesen Weg gegangen. Also ich würde es tun. So, ich würde gucken. Und ich finde, also wenn man jetzt ganz genau ist, da wurden Patienten bis 50 eingeschlossen und dann untersucht. Ich finde, ob man jetzt 51,5 oder 49, wird am Ende keinen Unterschied machen. Was die Studie uns gezeigt hat, ist, dass selbst wenn die Regel ausbleibt, der Aromatase immer noch mal die Fabrik, also die Eierstöcke so ein bisschen anfachen kann. Okay, danke. Also deswegen ist auch ein Jahr, also es ist schon mal ein Jahr dran zu denken, nicht schlecht, aber noch nicht ganz richtig. Richtig sind 2 Jahre. Ja. Vielen Dank. Bitte. So. Ich habe eine ganz kurze Frage zu, und zwar bezüglich halt über 2 Jahre halt die Blutwerte testen, das heißt nach Absetzen der ersten Spritze. Ja.
Nee, also jetzt auch da wieder Fingerspitzengefühl. Man muss jetzt nicht sagen, ich habe jetzt am 29.06. abgesetzt und bis 29.06. dann 2024 oder so. Also roundabout, ja, wenn man dann irgendwann, wenn jetzt irgendwann im Mai gemessen wird, 2024 oder April, da ist nie was passiert, dann ist es auch gut. Also das hat immer noch einen gewissen, also eine gewisse Spannbreite oder Range, wie man das nennt, hat es immer, ja. Okay, und wie oft sollte man halt die Blutwerte abnehmen? Das heißt, alle 3 Monate, alle... In der Studie wurde es alle 3 Monate gemacht. Und ich würde jetzt aber auch da kein Dogma draus stellen. Ja, wenn Sie jetzt irgendwann sagen, aber ich bin jetzt genau zu den 3 Monaten, da bin ich 2 Wochen im Urlaub. Das ist vollkommen irrelevant. Ja. Also da muss man einfach, deswegen sage ich, da ist immer ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist völlig unerheblich. Das muss nicht auf Stunde und Tag sein. Okay. Kurze Frage halt eingehend. Es wurde damals halt bei mir im Tumorboard festgelegt, Chemotherapie, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und dann halt Letrozol plus Inantone. Meine Frage dahingehend, Sie haben eine Aussage, aber ich vertraue Ihnen genau, mindestens noch mehr, weil ich mich auch von Ihnen damals halt beraten lassen, auch in der Tagesklinik war. Die Frage kam halt auf, ich möchte ganz gerne halt die Inantone absetzen, wie eben erwähnt. Und es kam halt dann die Aussage, aber es wurde damals halt im Tumorwort doch so beschlossen, wir können es doch so weiter verfolgen. Sehe ich nicht so. Sehen Sie anscheinend auch nicht so. Nochmal langsam. Was wurde die mit dem Tamoxifen oder? Nein, damals wurde halt im Tumorwort beschlossen, halt Operation, Chemotherapie, Bestrahlung plus halt Behandlung mit Letrozol plus Inantone Gyn. Ja. Ich hatte 4 befallene Lymphknoten und hatte halt auch im Staging-Bereich, glaube ich, die ersten halt 23 oder 21 rausgenommen bekommen. So. Habe mich auch von Ihnen beraten lassen. Jetzt kam halt jetzt im Rahmen dessen auf, weil ich halt die Inantone absetzen möchte, weil ich halt letzten Endes denke, die ist nicht mehr vonnöten. Hieß es halt, wir sollten halt schon, das wurde damals im Tumorwort so beschlossen, wir sollten da halt auch weiter standhalten. Das sehe ich persönlich nicht so. Na, jetzt muss man einfach sagen, also um das zu beantworten, ist eigentlich die Antwort ist relativ klar. Das Inantone nimmt man nur, wenn die Eierstöcke, also ich sag mal, wenn die Eierstöcke keine Funktion mehr wieder aufbauen, dann braucht man es nicht nehmen. Weil dann hat es keinen zusätzlichen Effekt. So. Das heißt, es ist ja, das Inantone hat nur eine Funktion, die Produktion der Hormone durch die Eierstöcke zu senken. Wenn die nicht mehr produziert werden, was durch die Chemotherapie passieren kann, brauchen wir sie nicht nehmen. Eben. Wie jung sind Sie denn, wenn ich nochmal fragen darf? 50. So, das wäre, die Chemotherapie hatten Sie dann mit 48 oder so? Die Chemo hatte ich mit, wir haben jetzt 22, die Chemo hatte ich vor vier Jahren, 46. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, je jünger man ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkehrt, nochmal etwas höher. Das heißt, Ihre Wahrscheinlichkeit, also durch die Chemotherapie jetzt mit 46 postmenopausal zu sein, ist jetzt einmal nur 70% in dem Ganzen, aber nach 4 Jahren mit GnRH bleibt es wieder bei 80% Wahrscheinlichkeit, dass auch die Eierstöcke nicht wieder die Funktion aufnehmen. Das heißt, dass die Spritze nicht gegeben werden muss. Man kann das in meinen Augen wirklich mit Blutwerten testen, ob man dann die Spritze nicht mehr braucht. Okay, um festzuhalten, einmal jetzt absetzen, nach 6 Wochen kontrollieren und dann halt engmaschig über 2 Jahre. Genau, und die Aromatase immer, wenn es dann weitergeht, mindestens 7 Jahre. Ach so, insgesamt doch dann 7 Jahre. Die Aromatase immer 7 Jahre. Und jetzt kommt noch was. Ja. Wenn Sie, ich sag mal, jetzt erkrankt werden, dann würde man Ihnen noch einen Wirkstoff dazugeben, den sogenannten CDK4/6-Inhibitor. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe bei Ihnen halt in Essen halt bis zum Jahr, machen Sie mal, bis 21, von 19 bis 21 habe ich halt den CDK4/6. Ganz genau, Inhibitor halt über morgen und Abend halt 3 Tabletten bekommen. Perfekt. Mehr kann man dann nicht machen. Super. Vielen lieben Dank. Gerne. Einen schönen Abend, merci. Ja, Ihnen auch. Danke, tschüss. Jetzt kommt noch die Frage im Chat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an Osteoporose zu erkranken mit Letrozol? So immer wieder, es kommt darauf an, also wie alles im Leben, mit welcher Ausgangssituation geht man rein? Ja, wenn man jetzt mit super gesunden Knochen reingeht, Sport oder sonst irgendwas in der ganzen Situation, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt alle Patienten betrachtet, ungefähr 4%. Also heißt, wenn Sie jetzt Risikofaktoren haben, also sehr dünn sind, sage ich jetzt mal, ja, oder auch rauchen oder, was ich kaum
sich sportlich, also im sportlich aktiv, also auch Muskelsport machen, dann ist ihr Risiko natürlich ein bisschen höher. Lassen es dann 6-7% sein. Wenn man es über das ganze Mittel durchguckt, sind es 4%. Super, vielen Dank für die Antwort. Hilft weiter. Gerne. Wissen Sie das beste Mittel gegen Osteoporose? Nein. Was ist das? Bewegung. War keiner in der Sprechstunde bei mir und hat den Chef so weit herausgefordert, dass er das vormacht? Ist Kraftsport. Mittlerweile gehen die neuen, also früher war ja immer die gesunde Ernährungspyramide und so weiter, das bleibt so. Dann war immer sozusagen Laufen gehen, dreimal in der Woche joggen oder walken oder sonst irgendwas. Das ist mittlerweile auch international ergänzt mit mindestens einmal pro Woche, eigentlich zweimal, 20 Minuten Kraftsport. Da müssen Sie nicht in, wie man so nennt, Muckibude oder also Fitnessstudio gehen. Man kann eigentlich so mit dem eigenen Körpergewicht und irgendwelchen Apps sehr viel erreichen. Es geht einfach darum, dass der Muskel kurz und intensiv beansprucht wird, weil jeder Muskel von uns setzt an einem Knochen an. Und wenn der Knochen sozusagen unter Druck gesetzt wird, das heißt, der Muskel dreht den Knochen, biegt den Knochen, dann muss der Knochen arbeiten. Ja, dann muss er sozusagen arbeiten und dann fängt er an, eben auch zu sagen, oh, ich werde ja beansprucht, ich muss mich stärken und nimmt sich dann Kalzium über Vitamin D-Kreislauf und so weiter zum Wiederaufbau. Das heißt, Gewichte heben und Rudergerät wäre durchaus etwas, was ich weiter beibehalten sollte. Absolut. Aber deswegen sage ich, jetzt muss man jetzt gar nicht jetzt noch die Hanteln kaufen oder ins Fitnessstudio. Also man kann natürlich, das Fitnessstudio hat natürlich auch positive Effekte hinsichtlich der Gruppensituation oder auch, dass ein Trainer einem immer bei der Motivation noch hilft oder sonst irgendwas. Das will ich gar nicht. Aber es ist einfach allein das eigene Körpergewicht würde auch schon ausreichen. Prima, danke. Dankeschön. Meinen Sie meine Kniebeugen? Sie hatten sich geweigert, die vorzumachen. Wahrscheinlich hat die Schmerzen. Manchmal mache ich die vor. Die Frage ist richtig, ja. Ich finde das immer einen ganz guten Test, wenn man sagt, naja, weil man immer denkt an Bankdrücken oder Gewichte heben oder sonst irgendwas. Sich einfach sozusagen an eine glatte Oberfläche stellen, die Wand oder die Tür, rückwärts sozusagen die Schulterblätter anlehnen, nur sanft berühren und langsam in eine Kniebeuge gehen, die Knie, sozusagen die Beine 90 Grad gewinkelt und einfach mal 5 Minuten in der Position verharren. Wer 5 Minuten schafft, meldet sich nächstes Mal. Das wäre ein schönes Bild für unsere Ambulanz, kann ich mir gut vorstellen. Absolut. Also ich glaube, nach 30 Sekunden bis einer Minute fangen die Beine an zu zittern. Das ist nicht die Unterzuckerung, sondern einfach der Muskel, weil der stark beansprucht wird. Und das ist, finde ich, immer eine ganz gute Anleitung zu sehen, was wir eigentlich mit unserem Körpergewicht machen können. Ja? Ja, wenn ich kurz moderieren darf, die Frau hatte noch eine Frage. Ach so, ja, gerne. Ja, ich hoffe, dass man mich jetzt hören kann. Ja, super. Okay. Ich bin relativ frisch operiert im April, bin also 64 Jahre, habe jetzt auch meine Bestrahlung hinter mir, nehme Letrozol. Und wollte noch mal mich vergewissern, ob ich auch die Hormone messen lassen muss, regelmäßig, oder? Nein, müssen Sie nicht. Nein, jetzt muss man jetzt so leidvoll sagen, die WHO sagt, ab 60 Jahre gilt man, auch wenn man das nicht weiß, als postmenopausal und muss man die Hormone nicht mehr messen. Also macht Ihr Gynäkologe nichts falsch, also... Es wäre Quatsch, die Hormone zu messen. Und wann sollte man das erste Mal diese Bios-Karte dann nehmen? 6 Monate nach der OP, oder? Nee, ich würde früher anfangen. Ich würde dann gar nicht warten, sondern das kann man, ich würde jetzt erstmal, also wenn man die Bestrahlung hinter sich hat und das mal wegen den Urlaub plant und so ein bisschen arztfreie Zeit ist ja auch immer ganz wichtig in der Situation, das würde ich so ein bisschen, noch abwarten und dann kann man damit starten. Es ist nicht so, dass man sagt, 6 Monate nach der Bestrahlung oder OP dann erst anfangen. Okay, danke schön. So, wie zu erwarten, haben wir jetzt, auch wenn wir nur die Hälfte des Themas zusammen angegangen sind, die Stunde schon fast zugebracht, komplett. Also von daher hat sich es, glaube ich, bewahrheitet, dass wir zügig nächste oder übernächste Woche dann dazu uns nochmal zuschalten. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ach, das interessiert mich nicht, da geht es um Metastasen. Um Ihnen einfach mal auch da ein bisschen, wie man so schön sagt, den Mund wässrig zu machen. Als relativ junger Kollege habe ich 2005 eine Sitzung in Amerika erlebt, die hatte dann, nachdem die Daten vorgestellt wurden, Standing Ovations.
war. Das heißt, die Kollegen sind spontan aufgestanden, nicht weil der Vortrag so super war, sondern einfach, weil die Daten einen Meilenstein bedeuteten in der Medizinhistorie. Das war die Einführung von Herceptin. Als man die Daten gezeigt hatte, erstmals und gesagt hat, wie allen klar war, wie viele Frauen man besser behandeln kann, retten kann und so weiter, sind die Kollegen nach Darstellung der Daten aufgestanden und haben spontan applaudiert. Das ist dieses Jahr wieder passiert. Nicht mit der Herceptin. Also von daher, seien Sie gespannt, es gibt was Neues. Und der ein oder andere sagt, naja, ist jetzt wieder bei Metastasen. Klar, hat man es da als erstes gezeigt. Aber wie Sie es von uns gewohnt sind, die CAM hat das Medikament auch schon, wenn keine Metastasen da sind, in einzelnen Facetten, in Studien. Und bei uns werden Patienten schon einige Jahre damit sozusagen versorgt. Also da hat sich einiges getan. Von daher, seien Sie gespannt. Auch da gibt es, also das hat Gänsehaut wieder jetzt auch bei mir ausgelöst, nachdem die Daten gezeigt wurden und dieser wahnsinnige Vorteil auch für die Patientin dann eklatant wurde, dann ist uns allen klar, was das auch schon in der frühen Erkrankungssituation einen zusätzlichen Effekt wahrscheinlich bringen kann. Gut, dass wir nicht in Anglizismen verweilen, sozusagen immer stehende Ovationen. Richtig, ja. Gibt es da im Zusammenhang auch um Triple Negativ? Ja, also man kann es nicht, man muss es mit Jein beantworten. Es gibt eine neue Tumorbiologie, nicht Biologie, sondern eine neue Bestimmung, das sogenannte HER2-Neu-Low. Und da sind auch 30% der Triple Negativen dabei, für die das zutrifft. Ja, ist es. Und wir haben jetzt schon, obwohl noch keine Zulassung von der FDA für dieses Medikament in dieser Situation Triple Negativ da ist, noch keine Zulassung auch der EMA. Das sind die sogenannten Fast Tracks, also sind eingeleitet, also die Schnelldurchlaufverfahren, damit die Patienten es möglichst sehen. Wir warten jetzt gespannt. Wir haben jetzt schon angefangen, sobald das raus war, vor 3 Wochen die ersten Anträge zu stellen. Also die ersten Patienten wissen es. Wir haben schon allein 6 Anträge jetzt gestellt für das neue Medikament, weil wir natürlich eben so viele Patienten auch bei uns haben, wo das schon passen würde. Allein 6 in den letzten 3 Wochen. Wir warten jetzt auf die Antwort, ob sozusagen das Medikament auch schon ohne Zulassung, also das Medikament ist bekannt, wir wissen die Nebenwirkungen und alles, das wird bei anderen Situationen eingesetzt, aber in der Situation, wo es jetzt untersucht wurde, hat es noch keine Zulassung, ob wir es dann bekommen, das werden wir sehen. So, abschließende Frage ist nochmal niedriges Risiko, postmenopausal Aromatasema und wegen Thromboserisiko in dem Ganzen, kann man unter Eliquis auf Tamoxifen umstellen? Ich denke, ja. Also wir haben nur wenige Daten beim Tamoxifen, wo sich die Leute getraut haben. Das war damals unter Marcomar-Therapie, was ja ähnlich eine Blutverdünnung da ist. Und man hat dort keine höhere Thrombosesituation gefunden. Also von daher, wenn die Patientin es schlecht verträgt und man eher nichts hat, wäre das für mich eine Möglichkeit, die Patientin auch endokrin gut zu behandeln. Würde ich unter Eliquis ja sagen. Jetzt habe ich noch ganz kurz eine Frage. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Herr Professor Möhl. Und ja, zwar, mir wurde damals halt empfohlen, aufgrund meines Gendefekts das Letrozol zu nehmen. Das heißt, Sie würden, weil ich halt da zu Thrombosen neige, das heißt, wo ist der Benefit mehr, Letrozol zu Tamoxifen? Der Benefit ist 1,5% höher beim Aromatasehemmer. Also bei mir sozusagen. Wenn Sie es gut vertragen, würde ich dabei belassen, weil wenn aufgrund einer Mutation ein Thromboserisiko da ist, dann muss man immer ein bisschen gucken, ob man das mit Tamoxifen sozusagen, ob das zum Beispiel eine Blutverdünner durch Tamoxifen auffällt. Ja? Okay, das heißt, die Nebenwirkungen wären normalerweise bei Tamoxifen geringer als bei Letrozol? Nee, das stimmt nicht. Also ich habe Patienten, die von Letrozol auf Tamoxifen gehen und es schlechter vertragen. Das muss überhaupt nicht sein. Ich war jetzt auf jeden Fall erstmal bei und wenn Sie es gut vertragen, gut damit zurechtkommen, dann sage ich immer, never change a winning team. Alles klar, das heißt auf jeden Fall eben festhalten, halt 7 Jahre. Ohne in der Positiv. Da müssen mindestens Lymphknoten mal positiv gewesen sein. Genau. Und eine Chemotherapie gemacht wurden. Genau. Dann 7 Jahre. Merci, einen schönen Abend, vielen Dank, wie immer, ganz toll. Vielen lieben Dank. Dankeschön, bis dann. Danke, bis dann, tschüss. Tschüss, gut. Dann vielen Dank allen und allen schönen Abend.